Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Project Dawson 2 Kappa Mode. So, ich habe wie gesagt hier gewartet. Werde jetzt auch mal schnell den hier machen. Und wir können nicht alles aufheben. Wieso? Weil ich auch noch das hier gemacht habe. Also, wir sind jetzt gleich schon mal gut vorbereitet für einen Anfang. Also, wir können gleich richtig reinhauen. So, das war super. Also das hat uns einiges eingebracht. Sphinx haben wir erstmal keine Probleme mehr. Und auch nochmal schön. Ja, das war super von mir. Spiel durch. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal Kobbel bis zum geht nicht mehr. So viel wie geht. Wir werden noch einiges brauchen. So. Hauen wir dann nochmal hier rein. Und was wir dann mal gerade machen, sind 4 Sticks. Und dann 2 Hämmer. Und den einen Tier würde ich auch schon investieren. In einen Diamond Wand. Und dann würde ich dann nochmal 4 Hämmer machen. Also ich will da direkt am Anfang Ham gehen. So viel wie möglich vorproduzieren. So, nochmal 2 Apples reinschmeißen. Gut. Dann haben wir hier schon mal super vorgearbeitet. Und machen den hier. Und jetzt sehen wir auch, wieso ich so viele Hämmer vorbereitet habe. Ich möchte alles einmal hämmern. Klein machen zu Gravel. Gravel ist nämlich das erste, was ich zu sieben möchte. Einfach, weil wir dadurch schon die beste Chance haben, momentan an Ressourcen ranzukommen. So, das hat schon mal super funktioniert. Und dann machen wir nochmal hier eine Doppeltruhe. So, packen wir hier hin. Und dann packen wir das hier rein und können anfangen, das ganze Gravel schon mal zu sieben. Und wir bekommen unsere ersten Erze. Das ist schön. Eisen werden wir ohne Ende kriegen. Wir kriegen jedes Mal, wenn wir Gravel oder generell Gravel, Sand oder das sieben, kriegen wir mindestens ein Broken Iron Ore. Ich glaube sogar zu 100%. Halt später mit den Fortune Upgrades ist das noch eine andere Sache. Und das werde ich alles hier reinpacken erstmal. Ich möchte halt genau das, was wir gerade bekommen haben, sammeln. Flints. Ich möchte meine ersten Werkzeuge machen. Und gleich schauen, dass wir eine Schere hinkriegen. So. Wir können mal gerade technisch in die Quest schauen. Wir haben hier gerade noch was abgeschlossen, glaube ich. So, das nächste ist die erste Saving Montage. Oder Montage. Ich glaube eher Montage. Wir brauchen 12 Dirt. Ein Rubber Sapling und einmal Seeds. Genau deswegen will ich eine Schere haben. Und mir fällt auch gerade auf, dass das ein bisschen intelligent von mir war. Können wir eigentlich hier Compressed Gravel 7? Könnten wir, ist aber nicht so lohnenswert. So. Dann machen wir uns einen Slab Furnace. Dafür brauchen wir aber nochmal etwas Kobbel. Das könnte vielleicht schon reichen.
Ah, nicht wirklich. So, jetzt aber. Einen Furnace. So. Können wir den hier manchmal so packen? Und was ich damit mache, nehmen wir hier so ein Stück Kohle und verarbeiten es zu Midi-Coal. Dann machen wir uns eine Flint-Axt. So. Nehmen hier Saplinge raus. Eisen haben wir. Perfekt. Oh, ich freue mich schon, wenn wir hier die den Cobblestone ans Laufen kriegen. So, und jetzt einmal. Zack. Zack. Und dann hier. Das einmal komplett kompostieren. Wir werden jetzt jede Menge Erde brauchen. So. Ich würde sogar sagen, wir machen nochmal so eine Ladung. Halt einmal komplett so mit der Schere bearbeiten geht. Einmal das Maximum rausholen. Gut. Und dann auch schon wieder nachpflanzen. So, die Erde werden wir dann gleich auch schon anfangen zu sieben. Wir werden einmal hier sammeln. So. Und dann schauen wir, dass wir die Seeds und sowas kriegen. Klar, wir hätten jetzt hier die Erde abbauen können, aber ich möchte die behalten. Wie gesagt, ich möchte einfach da sagen, das war unser Anfang. Damit haben wir doch hantiert. Da haben wir doch Cobblestone aufgeplackt. Und auch wieder abgebaut. So, wir können mal schauen, was wir für einen Transfer-Node brauchen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich erinnere mich, dass da was Böses dran war. Ein Redstone-Block, eine Truhe. Das geht. Und wir brauchen jetzt nur noch die Transfer-Pipe. Das geht auch. Okay, das geht. Und das World Interaction Upgrade, ich glaube, das war das Böse. Ja. Willkommen in Kappa Mode. Wir brauchen pro World Interaction Upgrade 4 Electrotine Alloy Ingots. Das heißt, wir brauchen 36 Electrotine. Und das bekommen wir, indem wir Sand sieben. Ich möchte weinen. So, wir machen jetzt aber erstmal hier ein Quest-Update. Das hat jetzt gezählt, oder? Genau. Und jetzt hoffen wir einfach nur, dass wir Seeds und Rubber-Sapling kriegen. Ich kann mich daran erinnern, dass das verdammt lang gebraucht hat immer bei mir. Ich habe auch das Gefühl, wir werden mit einer Ladung nicht hinkommen. Seeds haben wir schon mal. Das ist super. Hier auch nochmal Grass-Seeds. Also Weizen können wir schon mal anpflanzen, wenn wir wollen. Das sieht aber gerade schlecht aus. Noch 4 Stück, komm schon. Da kann ein Rubber Seed dabei sein, bitte. Ist halt alles prozentual abhängig und ich glaube, ein Rubber Seed hat eine verdammt niedrige Rate. Ja. Das können wir dann mal zu Koppel verarbeiten und die können weg. Dann rotzen wir nochmal Oakleaves nach.
Ich weiß nicht, unsere Base würde ich momentan sogar noch gar nicht richtig ausbauen. Was wir aber mal machen können, ist nochmal das reinschmeißen. Und weiter Erz ziehen. Vielleicht für ein paar Flints, dass wir unsere Equipment schon mal ordentlich anfangen können. Ich habe nämlich ein Team, ich will wirklich schon eine Pickaxe machen und eine. Wie heißt es? Ein Mattock. Boah, heute ist bei uns wieder so ein beschissenes Wetter, ne? Ganzen Tag am Regnen. Können ja auch schon mal hier die Zeit nutzen und mindestens 4 Lapis da 7. Wenn wir 4 Misch auf jeden Fall haben, danach würde ich sagen, mach mal den Rest, den wir haben, an Gravel zu hier Elektroteilen. Dann zu Elektroteilen 7. Da werde ich wahrscheinlich offscreen auch noch weiter farmen. Die Folge ist ja halt jetzt schon gut dabei. Einzige, was ich halt machen möchte, ich möchte gerne die Rubber Seeds in der Aufnahme ersieben. Damit man sieht, dass ich es auch gemacht habe, weil das ist ein ganz, ganz kleines bisschen tricky, würde ich nicht sagen, aber es ist nur ein kleiner Zwischenschritt, bevor man das erledigen kann. So, Keys haben wir. Das ist Keys Flints, also Feuersteine haben wir. Wir können schon mal unser erstes Werkzeug richtig machen. Ich meine, wenn es bei uns momentan irgendwann was besser aussieht, dann weiß ich auch schon, wie wir unser Equip machen. Hab ich gerade richtig gesehen? Jawohl. Ein Emerald. Redstone müssen wir auch noch ersieben. Wobei, da würde ich sogar je nachdem bald schon sagen, dass wir vielleicht eine Mobfarm aufbauen. Hallo Robby. Na? Gut geschlafen? Hund ist gerade wach geworden, guckt mich an mit einem, Was hast du denn? Er ist halt ganz panisch. Ah, ich hör's. Düdüm-düm. Juhu, nur noch ein Laps, ne? Ja. Alles klar. Könnt ihr? Dann ich wollte gerade sagen, grieben wir nochmal das Erde. Sieben wir jetzt nochmal die Erde. Damit wir diesen Rubber Seed bekommen, diesen Rubber Sapling. Ja, sie sind da, Robby. Wir können da gleich mal hingehen. Mein Netter kommt gerade nach Hause und der Hund gerade ganz panisch, ist wieder da. Und genau das meine ich. Es wird schwierig. Also, dass es schwierig wurde, ist klar, aber ich habe halt jetzt keinen Bock, wieder 24 Stunden lang in diesem scheiß Rubber Sapling rumzusitzen. Da gibt es aber auch genau nur die Möglichkeit, ne? So, da bin ich wieder. Da sind gerade meine Eltern nach Hause gekommen. So, ich war schon. Den kriegst du nur hier rüber, ne? So, haben wir 10% Chance und so 2. Komm, wir machen nochmal. Ich bin mir sicher, dass es generell haben wir so eigentlich eine bessere Chance. Wir haben halt so theoretisch gesehen 9 Versuche a 2%, also wenn man theoretisch gesehen 18%. So verlieren wir dann halt 8%. Ich weiß, mathematisch kannst du das so nicht sehen, aber wie gesagt, deswegen theoretisch. Nun gut, wir machen dann jetzt hier nochmal weiter. Da fehlt jetzt, genau.
So, ein Sapling noch. Und dann machen wir hier nochmal so. Jetzt fängt das schon wieder an. Dann machen wir einmal hier einen Juicer, damit wir mehr aus unseren Äpfeln rauskriegen. Da das momentan unsere einzige Nahrungsquelle ist. Noch. Aber das wird sich jetzt auch noch relativ schnell ändern. So, die machen wir auch mal groß, damit wir jetzt mal die hier bekommen. Und dann einmal so. Super. Super, super wunderbar. Und dann einmal nachfüllen. Ich werde dann, wie gesagt, gleich offscreen weiter sieben. Einmal hier alles voll. Und jetzt bitte gib uns einfach nur einen Rubber Seed. Einen einzigen Rubber Sapling. Mehr will ich nicht. Und jetzt. Komm schon. Welchen Witz? Machen wir hier auch noch Kobbel, den können wir ja gut gebrauchen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir das hier einmal. Gehen hier rüber. Bereiten das vor, holen uns noch Holz. Na, bin gerade wieder Movement-Krüppel. Oh, wir hatten sogar noch. Das brauchen wir noch und das brauchen wir noch. Kommt beides noch hier rein. Machen wir hier aus einen zwei richtige Toolrods. Das haben wir. Das haben wir. Und das haben wir. So. Eins, zwei und drei. Und eins und zwei. So. Sehr schön. Das heißt, wir können es auch schon mal, wenn wir es brauchen, Felder machen. Und ich schätze mal, die werden auf jeden Fall kommen. Hallo? Alter, das ist gerade geleckt. Muss ich gleich mal nachschauen, was das war? Ich habe ein bisschen Sorge, dass er so... dass der Server dann ein bisschen Schluck auf hatte. Komm, wir machen natürlich mal währenddessen weiter Erde. Die können wir nämlich immer gebrauchen. So. Und jetzt... ein Birdseed. Oh Mann, warum tust du mir das an? Minecraft, das habe ich dir getan. Du hast gesungen. Das ist Körperverletzung. Können wir mal kurz hier so zack, zack, zack. So. Damit haben wir auch das einmal. Und wir machen neu. Klar, wir könnten jetzt auch schon arbeiten mit Hoppern und so weiter. Kommt aber noch alles. Wie gesagt, ich will erstmal schauen, dass wir hier den Kobbelgenerator ans Laufen kriegen.
Aber naja, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen erstmal gut sieben. Wenn jetzt hier bis zum Ende der Folge nichts mehr drin ist, ich werde noch eine Ladung wahrscheinlich machen, weil das geht ja relativ schnell. Das schmeiße ich mal weg. Zack und zack. So, wenn jetzt in dieser Ladung nichts mehr drin ist, dann werde ich das Ganze doch auf Screen machen. Ja, auf Magical Crafts freue ich mich auch schon. Ich freue mich generell auf dieses Modpack komplett. Einfach auf die späteren Rezepte, auf den Scheiß, den wir hier bauen müssen. Ah, das wird super. Und jetzt bitte. Bitte. Nein. Gut. Dann werde ich das jetzt aufscreen machen. Ich werde auch hier mal aufscreen, das Ganze klein machen zu Sand und auch nochmal 7 für Elektroteilen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut, haut. Ja. Macht es gut, schwenkt es gut, haut rein und tschüss.